Ja, im Wassergraben den Fehler, die eigentlich gar nicht mitkriegen. Eigentlich hat ja noch nie Wassergrabenfehler gehabt. Und dass er jetzt gerade hier damit anfängt, da hätte er sich auch einen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Untypisch so der Fehler, so ein Ochser, so eine Kurve eher zum Problem auch für Geraden, aber er ist ein Ochser aus der Rechtskurve eigentlich nicht so sein Problem. Deswegen dachte ich auch, dass der Sprung, wie gesagt, kein Problem ist. Und ja, dass dann da so dann der Fehler passiert, ist natürlich unglücklich.